Nach Nächten sorgfältiger Überlegung bin ich zu einer Schlussfolgerung gekommen. Die Weisheiten, die wir immer als unumstößlich erachtet haben, sind Blödsinn. Die Zukunft wird geprägt sein von selbstverliebten, egoistischen Narzissten. Charisma Beats. Pro Ripper! Vienno vor dem Einstieg seine Forschungsrobe-Krone trägt. Makelloser Sünder wie der porträtierte Dorian Gray. Zum Debattieren fällt euren Wortschätzen die Bonität. Und dieser Sample-Beat hier ist die Glocke für den Walk of Shame. Du spürst die Vibrationen wie Kalziummangel bis in die Rippenknochen unter deinem hauchzarten Fleisch. Schau als Misanthrop musst du Haltung bewahren. Ich vertrau keinem Hype, der nicht ausreichend reicht. Ich bin nicht wie ihr, ich riech diesen Thunberger Braten. Und ich muss sagen, mir stinken all diese Instagram-Phrasen über Klimaskandale, hintreschende Teenager-Plagen, die nicht mal ahnen, dass allein all die für ihre Tiraden sicherlich nicht über klimaneutrale Windkraftanlagen verschickten Internetdaten im Jahr mehr giftige Gase als alle Linienflieger generieren und Streamingportale mit Filmen und Charthits nutzen es wie diese zu fahren. Darüber diskutieren indiskutabel. Schau ihr sogenanntes politisches Lager als voll von Hipster-Veganern, deren Bauernhäscher hetzen gegen Firmenetagen, die am kausalen Kettenende ihre Mieten bezahlen, wenn sich jedes ihrer Statements zum Schadstoff ausstoßt. Schon allein relativiert, wenn sie ihr Smartphone rausholen. Auch diese Bewegung als das Lügenmärchen in Tat, das ist schon vor der Sendeplanung des Frühstücksfernsehens wahr. How dare you? Ich sag es dir, der Bestiabolus. Beim Thema Menschen bin ich gegen Artenschutz. Sie stehlen mir die Atemlos aus meinem Radius für ihren Thalamus und erhalten ein Leben ohne Bedeutung. Erkennst du die Verseuchung, hilft dir nur die Keulung. Keulung, 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 Keulung. Erkenne die Seuche, die Dummheit auf dem Kreuzzug. Hey, da kommen die ersten Likes. Seit 2013 ließ ich mir von Presswerkern Schriften ein paar tausend CDs in kleinen Päckchen verschicken. Ein paar weitere kamen auch von Sweatshirt-Fabriken oder Merchandise-Firmen voll mit Pressspanartikeln. Keine Ahnung, wie viel Polyurethane und Zellophan. Sprich, mein fucking CO2-Fußabdruck ist extra lang. Doch ich plan keinen Kursabbruch im nächsten Jahr dafür, aber ein Umsatzplus mit Unidruck zum Pushen des Geschäftsquartals. Erwähn das rein zu pädagogischen Zwecken und den Millionen von Menschen, die wie Koma-Patienten in logischem Denken noch fremdeln. So zeigen, so geht Lobbyismus. Durch großflächige positive Botenstoffvernichtung in der Zeit, in der sich Schlampen über TikTok echauffieren. Und wenn das dein Zeitgeist ist, dann will ich ihn exhortieren. Überzeugungen untergrab ich aus Prinzip, um Idioten über den Boden der Tatsachen zu ziehen. Und kein Antihistamin hilft gegen meine Homo Sapiens Allergie. Aber ein Track von mir reicht, dass ihr Rotz durch Nasenhaare stiegt und mich gekränkt in Kommentarspalten bekriegt. Wenn ihr das Axiom nicht versteht oder euch angesprochen fühlt, ich bin nicht gegen Umweltschutz, sondern die ganzen Spassen, die die Welt damit brüskieren, ohne den eigenen Alltag anzunehmen. Und zum Beispiel auf ihr Smartphone zu verzichten oder auf Streaming-Plattformen, die Tonnen von CO2 über riesige Serverhallen im Silicon Valley in die Luft pusten. Aber das macht ja niemand, dann leidet ja das eigene Vergnügen. Versteht ihr, was ich meine? Jeder, der über das Internet schreibt, dass er sich intensiv für Umweltschutz engagiert, ist allein des Umstands wegen, dass er das im Internet schreibt, ein Heuchler. Und kommt mir jetzt nicht mit dem Argument, dass man über das Internet eben mehr Menschen erreicht. Echte Umweltschützer ketten sich aus Protest an Bäume für ihre Überzeugungen und posten es dann bestimmt nicht auf Instagram. Mein Gott. Ich sag es dir, der Bestiabolus. Beim Thema Menschen bin ich gegen Artenschutz. Sie stehlen mir die Atemlos aus meinem Radius für ihren Thalamus und erhalten ein Leben ohne Bedeutung. Erkennst du die Verseuchung, hilft dir nur die Keulung. Keulung, 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 Keulung. Erkenne die Seuche, die Dummheit auf dem Kreuzzug. Ich sag es dir, der Bestiabolus. Beim Thema Menschen bin ich gegen Artenschutz. Sie stehlen mir die Atemlos aus meinem Radius für ihren Thalamus und erhalten ein Leben ohne Bedeutung. Erkennst du die Verseuchung, hilft dir nur die Keulung. Keulung, 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 Keulung. Erkenne die Seuche, die Dummheit auf dem Kreuzzug. Das wird niemand glauben. Hm. Natürlich werden sie das glauben. Es steht ja auf Facebook. Das Wissen hat heutzutage keinen Wert mehr. Nicht, wenn es in meine Hosentasche passt oder auf jedem Schreibtisch steht. Die Jugend hat das längst kapiert. Die Zukunft besteht aus vielen hübschen Idioten, die nach Gefühlen lechzen.